Freunde, was geht? Ich hoffe, euch geht es allen gut und ich begrüße euch mal wieder zu einem neuen Vlog. Wie ihr wahrscheinlich sehen könnt, bin ich in einem Auto, aber als Beifahrer, weil Kelly Kayo Ketchup Mayo ist heute mal am Steuer. Endlich, meine Freunde. Ich darf mich zurücklehnen, der Bruder fährt und wir sind heute mal wieder ganz besonders unterwegs oder nach einem ganz besonderen Ort. Kelly, willst du es aufklären? Sag erstmal Hallo an der Stelle. Yo, Friends. Ey, fuck, guck, was er redet, Mann. Yo, Friends, ich hoffe, euch geht's gut. Wir machen die übliche Tour nach Antwerpen. Ihr wisst, es gibt mal wieder einen Vlog der feinen Art. Genau, der allerfeinsten Art. Antwerpen Sample Sale steht wieder vor der Tür. Letzter Tag ist heute, glaube ich, ne? Genau. Der ein oder andere, der auch das Ganze auf dem Twitch-Kanal von Patrick verfolgt hat, ich bin da manchmal auch in den Kommentaren unterwegs. Ihr müsst doch einfach den Twitch-Kanal folgen. Genau. So, guck mal, ich sag das. Er sagt das. Es kommt nicht mal von ihm, sondern von mir. Folgt einfach Patrick auf Twitch, dann kriegt ihr auch solche Infos. Und dann wisst ihr auch zum Beispiel, dass heute ein besonderer Tag ist. Genau. Warte, wir sind noch nicht fertig mit der Promo, weil immer montags, mittwochs und Freitag ab 20.30 Uhr findet der Livestream statt, ne? Und PayPal-Zahlungen für die Werbung kommen dann später bei dir an, oder wie? Ja, genau. Da haben wir ja schon geleakt gehabt, dass überhaupt Antwerpen Sample Sale ist. Dann haben wir geleakt gehabt, dass heute, weil Freunde von mir schon in Antwerpen waren die Tage und auch heute noch da sind, dass heute 50% off on top ist. Genau. Könnt ihr euch das vorstellen? On top. 50% on top. On top. Er rastet aus. Wir machen gleich Unfall, nur wegen 50% on top. So, hört zu. Hört jetzt einmal zu, Freunde. Ihr müsst jetzt einmal ganz genau hinzuhören. Ja. Also, falls diesen Twitch-Account sind, der Spaß beiseite. Also, 50% on top. Also, das bedeutet, die reduzierte Ware bekommt nochmal 50% Rabattnachlass. Und das ist normalerweise nicht so. Also, oft zappeln die mit Nachlass geben, aber diesmal, ein Kollege hat mir gesagt, ey, 50% gibt es diesmal, bam, ab geht's daran werben. Wisst ihr, wie man diesen Rabatt auch nennt? Den Corona-Rabatt. Wisst ihr warum? Einfach aus dem Grund, weil der Sample Sale ja normalerweise Anfang Mai stattfindet. Das war ja quasi die Hochphase des Coronaviruses. Deswegen ist der auch, ja, eigentlich sollte der gar nicht stattfinden. So, und dann wurde er jetzt spontan auf diese Woche gelegt. Wir haben es heute den 12. Juli. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Video ein bisschen verzögert online kommen wird, weil ich habe derzeit wirklich so viele Shopping-Vlogs am Start und ja, mal schauen. Einen kleinen Nachteil hat das Ganze. Ja, ich bin ehrlich zu euch, ich meine nicht nur positive Nachrichten. Und zwar, Portemonnaie tut weh, einerseits natürlich, aber auf der anderen Seite, es gibt gar nicht so viele Stores. Also Raf Simons ist zum Beispiel nicht da. Was ist noch nicht da? Die ganzen Vintage-Läden haben natürlich zu, weil heute Sonntag ist. Eigentlich gibt es nur Heide Ackermann und Andy und Dries. So. Bisschen mager Quager, aber dafür hoffen wir natürlich, dass es die, das nice Ware da ist. Und on top auf allem, wir haben sogar noch einen Special Guest. Nicht nur Kelly Kayo Ketchup Mayo am Start, sondern ihr werdet gleich noch sehen, wer auch noch da ist. Aber wir fahren jetzt erstmal weiter. Wir haben jetzt noch circa eine Stunde vor uns. Vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Wir hoffen natürlich, dass Kelly Kayo uns hier auf Spur hält. Ich habe ein bisschen Angst, mit dem Auto zu fahren, um ehrlich zu sein. Oh, vielleicht muss gleich. Ich bin eiskalt so sicher wie Michael Schumacher. Wow. Okay, das lasse ich mal rum. Also, sicher wie früher in der Formel 1 war. Wow. Ihr versteht schon, was ich meine. Ich weiß zwar nicht, ob ihr es jetzt sehen könnt, aber der Bruder fährt einfach auf zwei Spuren. Ey, pass auf, da ist rechts ein Auto, Mann. Zu wild, er ist verrückt. So, Freunde, wir sind endlich angekommen nach dreistündiger Autofahrt. Die Kelly. Drei Stunden. Das waren drei Stunden. Natürlich war das. Also, Bruder, du hast fünf Pausen gemacht. Natürlich sind es drei Stunden. Nie habe ich fünf Pausen gemacht. Aber zweitens, ich glaube, das ist das berühmteste Parkhaus auf deinem Kanal, ne? Ja, eiskalt. Wir sind immer hier. Und das Geile ist, dass hier immer Musik abgespielt wird, was herbe dann für die Videos nervt. Einmal hier kurz Outfit of the Day check, damit wir das auch hinter uns gemacht haben, hinter uns gebracht haben vielmehr. Was hast du an heute, Bro? Obligatorisch Chucks, dann Yoji Yamamoto Hose, Dries Sweater. Hast du alles hier, glaube ich, gekauft sogar, ne? Außer die Schuhe. Ich weiß gar nicht, wo. Ja, ich glaube, ja, glaub schon. Kann gut sein. Und eine wilde Tasche. Ah, ja. Also der Typ, der dir die geschenkt hat, der ist sehr nice. Ich kenne den Typen leider nicht mehr. Ich bin heute wirklich komplett verrückt unterwegs. Einmal komplett in Full Raf Simons, außer die Schuhe. Die sind meine Balenciaga Trackrunner und die Cap ist von Yang Li. Wir gehen jetzt als erstes direkt zu Heide Ackermann und ja, dann
Mal schauen, ob heute was geschnappt wird. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, beziehungsweise wenn ich nicht ganz lost bin, dann ist das hier immer die Location, wo Dries ist. Und entweder das findet jetzt heute woanders statt, oder das ist halt komplett zu und ist heute gar nicht. Das wäre natürlich maximal öde. Weil das würde dann bedeuten, dass nur Heider Ackermann und Andy heute ist. Und alles andere hätte dann zu. Dann sind wir quasi für ein Store nach Antwerpen gefahren, was jetzt nicht, naja, nach maximaler Effizienz schreit. Aber Freunde, was soll ich sagen? Wir sind jetzt hier und jetzt sind wir durch. Vielleicht gibt es ja jetzt die ultra krassen Steals bei Heider Ackermann mit den wildesten Pieces. Es kann natürlich auch sein, dass Dries dieses Mal wo ganz anders ist. Mal schauen, was gleich unser Special Guest sagt, weil der hat sich hier schon umgeschaut, weil wir sind ein bisschen spät dran mal wieder. Yeah, I see, I'm seeing the sign. Where you at? It's the time. How's it doing, man? Okay, Leute, das ist Überraschungsgast. Ja. Überraschungsgast. Nein, also Freunde, Special Man ist wieder in the building. Sanj ist da. Hello, people. How you doing? Yeah. I don't know. I'm trying to be like Patrick, you know? Oh, man. I take some gaps. Okay, okay. Ihr kennt ja hier mittlerweile den Aufzug. Du warst schon drin, ne? Genau. Ja, er war schon drin, hat sich alles abgecheckt. Er sagte wirklich, dass es eine coole Auswahl gibt. Mal schauen, ich muss jetzt wieder den Undercover-Modus aktivieren, weil... Yeah, forget the Undercover-Mode. These were all supposed to be here at 11 a.m. It's now 1 p.m. They just showed up. Der Boy ist schuld. Wir schauen einfach mal durch. Das Spannende ist halt, dass auf jedes Piece, beziehungsweise überall, jetzt nochmal 50% reduziert ist. Das bedeutet zum Beispiel, jetzt so ein Hemd, was regulär 150 Euro kostet, kostet jetzt einfach nur 75 Euro. Es gibt natürlich auch schon Sachen, die hier seit Ewigkeiten rumhängen und einfach nicht gekauft werden. Zum Beispiel dieses Sweater hier. Jetzt ungelogen, ich glaube, die chillen hier schon seit 1-2 Jahren. Ich will nicht übertreiben, aber ja, natürlich geht hier auch nicht alles weg, ne? Ja, der könnte dir halt stehen. Ja, mir, ich sehe da aus wie ein Schweinchen, so Schweinchen Bay, weißt du? Unser Motto ist doch eine. Wir kennen unser Motto. Ja. Erstmal alles grabben und später kannst du eh ja, erstmal. Jetzt ist doch eh schon vorbei, Mann. Die Leute sind doch schon fertig. Ja, stimmt auch. Sogar noch die Jogger sind hier. Jogger, ich glaube, die habe ich mir ja, glaube ich, letztes Mal oder davor das Mal geholt. Das sind die legendären Heider Ackermann Jogger. In mehreren Farben auch noch hier verfügbar. Sogar in dunkleren, die ist aber ein bisschen anders. Sehr gute Auswahl an Anzügen. Ich meine, wer hier als, hier ist St. Patrick's Day, wer da sich noch ein Kostüm braucht, der kann sich das hier grabben. auf Choke angelehnt jetzt an der Stelle. Der ist auch sehr nice, der hat was gepunktet mit so ein paar Blitzen drauf. Also Kelly, jetzt mal no joke, die Preise schmecken zwar, aber... Wir sind auch im letzten Tag. Ja, ist der letzte Tag, aber trotzdem, die Ausbeute ist jetzt nicht so krass. Ich glaube, die Hemden kommen ganz nice. Wir haben uns jetzt hier, glaube ich, ich weiß nicht, fünfmal, oder Kelly hat sich vielmehr, fünfmal dasselbe Hemd rausgesucht. Einmal in einem Blau, in einem Rosa, dann noch in so einem Orange, was auch nicht schlecht. Ich glaube, das ist sogar der beste Colorway. Problem ist aber, passt nicht. Yeah. Kelly, Bro, jetzt mal ohne Witz, da passt der Bizeps. Ja, meine Hoffnung ist dieses Piece hier. Das ist meine Hoffnung. Wenn der mir passt, dann nehme ich den mit. Das Hemd an sich ist cool, aber guckt euch mal die Ärmel an, Freunde. Das geht ja gar nicht. An sich wirklich ein nices Ding. Preislich ist auch vollkommen in Ordnung. Warum macht er diese Ärmel auf Zahnstocherärmel angelehnt? Warum? Das ist jetzt hier meine Frage an der Stelle. Kelly hat jetzt hier ein, was ist das? Ein Blazer? Shirt. Ist auch nicht schlecht. Man muss es offen tragen, ja? Offen sieht Baba aus. Offen ist safe, aber es ist so ein Luxury-Vibe und ich mag das auch sehr. So, dass man so der wird mitgenommen, glaube ich schon, ne? Ja, auf jeden Fall kann man sich den überlegen. Freunde, und ich habe jetzt wirklich ein geisteskrankes Piece an. Was sagen wir mal dazu? Eine weiße Bomberjacke mit so Applikation. Andy? Das Andy, ja. Ist Baba aber gefährlich ohne Ende. Gut, aber ich finde, die kommt schon des Grauens. Ja, aber das ist sehr krank, Mann. What do you think, Sanj? This jacket? No, genuinely, it's sick, but it's like you said, because it's white, it's risky. Yeah, sure. But the fit is really sick. And what's I that? Love this. Yeah, yeah. That's really sick. Yeah, that's nice, yeah. Das sieht aus, so ein bisschen. Ne? Ja, Badewandel oder diese Dubai-Vibes, weißt du? Du bist gerade so auf Safari-Tour. Ja. So ein bisschen diese. Shake Kenny Kyle. Die in meiner Zeit wäre Psycho gewesen. Was ist das für eine Größe? Vielleicht passt sie mir. 250, 125. Und ich habe jetzt nochmal zur Alternative zu der weißen, die ich gerade anhatte. Von Andy war die allerdings.
eine ja, lilafarbene von Heide Ackermann. Das ist aber auch jetzt, oder das ist jetzt eine Frauenjacke und ich finde, man sieht es jetzt nicht unbedingt, aber die spannt hier hinten so ein bisschen. Das sieht ein bisschen weird aus. Aber wäre auch vielleicht mal, aber wäre vielleicht auch eine Alternative, die man in Betracht ziehen kann. Ich finde die lilane, wie gesagt, ich finde die nicht schlecht. Ich finde die nicht schlecht. Diese ganzen Bomberjacken jetzt hier, die wir hier sehen vor uns, das sind alles Frauenjacken. Alles. Aber bei so einer Bomberjacke, Freunde, seien wir ehrlich, juckt das jetzt kein, ob das jetzt für Frauen eigentlich ist oder für Männer. Das ist eine Bomberjacke, die kann eigentlich jeder anziehen. Das Einzige, wo man halt drauf achten muss, ist, dass sie einen fittet. Und ich habe jetzt, wie gesagt, die hier an und die ist mir leider ein bisschen zu klein. Ihr müsst euch aber auch vorstellen, dass das eine Size S ist. Ja, wäre die jetzt noch hier in einer L oder in einer M, dann sähe das Spiel schon ganz anders aus. Hier findet man halt wirklich Sachen, die man sonst nirgendwo findet. Das ist jetzt so ein Mantel, aber ohne Ärmel, in so einem beige-weiß-Ton. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich den nur aus Spaß angezogen. Aber jetzt so, wo man den am Körper sieht, sieht eigentlich nicht schlecht aus. Oder Freunde, was sagt ihr? Preislich, ich weiß gar nicht, wo der liegt. Ich glaube bei 400 Euro oder so. Fabrics, Leute, ihr müsst die halt spüren, ne? Also die sind wirklich so nice. Das macht den Unterschied, Leute. Das macht den Unterschied, dass die Qualität, es fühlt sich einfach nice an. Das sind Stoffe, die ihr halt nicht so bei Zara oder H&M kaufen könnt. Das ist schon extravagant. Unser obligatorischer Haufen hat sich auch hier langsam zusammengefunden. Ihr kennt es ja auch schon mittlerweile aus den anderen Anwerben, Sample Save Vlogs, dass wir uns immer hier einnisten. Erstmal alles graben, was wir so, ja, was in Frage kommt. Und dann später wird hier aussortiert. Weißt du, dann wird einfach alles liegen gelassen. Nein, Spaß. Wir räumen es natürlich auch wieder fein säuberlich zurück, meine Freunde. Das Ding von Kelly hier, dieser komische, ja, dieser Sakko oder was auch immer, Blazer, steht mir halt 0,0. Ist auch jetzt bei mir viel zu groß. Bei Kelly, muss ich sagen, war es absolut noch im Rahmen. Farbe ist halt nice. Farbe ist cool für den Herbst, Winter. Auch so Doppelreiher derzeit super im Trend. Gäbe es hier alle Pieces in unserer Größe, dann wäre Insolvenz instant angemeldet. Aber so, man muss schon Glück haben. Ja, gerade heute am letzten Tag muss man schon Glück haben, dass da irgendetwas noch in unserer Größe verfügbar ist, weil wir jetzt auch nicht die dünnsten sind. Ja, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, Kelly, was meinst du? So in Partnerlook mäßig oder wie? Leute kopieren Looks. Nein, die Ärmel sind cool, die Ärmel sind so nice. Ich habe den auch gekrempelt, ja, aber ja. Nein, so ist Baba, so nicht, sondern so dieses hier. Der wirkt einfach, du wirkst einfach. Ja, aber mir steht er nicht, habe ich gerade schon gesagt, mir. Der steht, okay, mir steht auch wirklich wegen meiner Hautfarbe, nur Joke. Ja, ja. Der kommt gut mit der Hautfarbe. Auch wenn ich mir jetzt vermutlich nicht noch den nächsten Zip-Hoodie oder sonstiges gekauft hätte, weil mittlerweile habe ich davon echt genug, muss ich wirklich sagen, dass es heute oder dieses Mal, zumindest am letzten Tag, keinen einzigen gibt, ja. Also wir sehen hier noch ein paar Jacken, Blazer gibt es natürlich noch einige, dann so länger geschnittene Sachen, davon gibt es hier wirklich, wow, das war knapp, davon gibt es hier wirklich einen Haufen und halt die Jogginghosen, ne? Die haben sie hier noch in einigen Farben, auch Variationen noch mal ein bisschen, sogar dieses Blau hier, dieses Royal Blue und sogar noch mal eine schwarze, das wäre vielleicht noch mal eine Option, aber ganz ehrlich, ich habe meine in Lila, die habe ich jetzt auch nicht so krass häufig an. Ist nice, mal ein bisschen was anderes, deswegen feiere ich die auch nach wie vor. Muss jetzt nicht unbedingt sein, dafür wieder Geld auszugeben. Ich glaube aber, ich habe ein ganz nices Piece gefunden, was ich mir auf jeden Fall schnappen werde. Wir haben jetzt eigentlich alles durchgekämmt, was wir uns anschauen wollten. Hier neben uns ist noch unser Stapel. Ich werde was mitnehmen. Ich werde nicht alles mitnehmen, das ist, was ich in die engere Auswahl bezogen habe. Aber eine Sache werde ich safe mitnehmen. Bei der anderen bin ich noch so ein bisschen am Überlegen, ob es sich das lohnt. Aber ein wildes Piece, Freunde. Und das freut mich wirklich, weil ich feiere des Grauens. Habe ich gefunden. Kelly hat was gefunden. Guckt euch mal diesen Boy aber an. Er hat einfach wieder volle Hände. Ihr wisst, wer hier am Spenden ist und wer nicht.